Die Schlacht um Mittelerde 2, Folge 21. Wir sind bei den Grauen Anforten. Haben den Strand immerhin schon mal eingenommen und haben hier schon einiges an Zeug. Wir können hier mal die ganzen Sachen erforschen. Die Updates. Upgrades, nicht Updates. So, können uns hier noch ein paar Halbtroll-Plünder holen. Sehr coole Truppen. Wir haben ja nicht mehr besonders viele. Hier kommen unsere Korsaren gerade an. Sehr schön. So. Und wir haben ja unseren König. Unseren König hier. Was kann der eigentlich absitzen? Das ist passiv. Platziert er schnell, das ist ein schöner Kalorien. Ah ja, genau. Ich kann euch mal kurz präsentieren, was diese Fledermäuse hier bringen. Die können wir hier zum Beispiel hinsetzen. Und dann können die hier mal ein bisschen durch die Gegend fliegen und die Karte ein wenig aufdecken. Und wir sehen. Oh. Da zum Beispiel schon mal. Oh oh. Das Blöde ist, die Fledermäuse können. Ja, abgeschossen werden. Okay. Tja, so viel haben wir noch nicht, aber wir können leider nicht mehr haben. Ich würde jetzt gerne drauf. Können wir die euch irgendwie upgraden? Ja, Bannerträger und Klingen kann man den kaufen. Ich würde mal noch kurz eben warten. Was können wir eigentlich? Wir können noch eine Höhle bauen, das haben wir noch keine. So, jetzt können wir dem mal die Rüstung und Bannerträger geben. Uns kann niemand aufhalten. So. Die haben schon. So, ihr habt schon, ne? Jawohl. Gut, dann forschen wir mal noch kurz Klingen und wird nochmal auf. Ich will jetzt bloß kurz alle ein bisschen upgraden, bevor wir angreifen, weil sonst kann es sein, dass wir relativ schnell tot sind. So, eine Höhle hätten wir auch, falls wir noch Orks bräuchten, aber wir können uns gar keine leisten. Können wir nicht irgendwer helfen? Nein, das wäre ja auch komisch. So. Brauchen wir noch irgendwas dringend? Nee. Nee, brauchen wir nichts davon, haben wir alles. Okay, da könnten wir erweitern, bringen uns aber auch nicht viel. Plus, dass ihr einen Hasch. Ja, komm. Wenn schon, denn schon. So, geschmiedete Klingen, die können wir mal den Trollen hier geben. Und den Trollen. Und den Orks. Und euch. Okay, doch nicht. Hä? Hä, geschmiedete Klingen? Ach, verdammt, Korsaren gehören offiziell nicht zu den Orks, deswegen kann man denen das nicht geben. Die gehören normalerweise zu Mordor. Und wir spielen ja gerade Orks. Verdammt, dann können wir das leider nicht upgraden. Okay, so, wie lange dauert das noch? Das haben wir auch. Dann erforschen wir noch kurz Feuerpfeile und dann können wir auch schon loslegen. So, ich erweitere die hier mal komplett, bloß aus dem Grund, dass wir nachher dann schneller Orks kriegen. Arbeiter, mach dich nützlich. Bauen wir noch ein paar Gänge hin. Das Auge beobachtet uns. Bloß damit ich irgendwas mache und nicht nur warte. Brauchen tun wir sie nämlich bei Gott nicht. Wir haben den Feind gefunden. Oh! Okay. Ich hau mal hier ein paar Boni rein. Oh, das geht, glaube ich, sehr erfolgreich für uns aus. Oh yeah. Sehr schön. So, wir... Ups, das wollte ich nicht. So. Wir können die nächste Fähigkeit kaufen. Nee, oder auch nicht. Die können wir irgendwie noch nicht kaufen. Gehört auch offiziell zu... Nee, es gehört zu Isengard. Das sind die Dunländer, die man da rufen kann. So. Ich setze mal wieder meine Baumeister dahin, wo ich sie im Blick habe. Zack, da erforschen wir noch eben Feuerpfeile. Das ist völlig erweitert. Das ist gut. Hier können wir schon mal welche bestellen, die dann erst kommen, wenn wir sie wieder auch brauchen können. So. Zack, zack. Wunderbar. Da haben wir doch einen ganz ansehnlichen Trupp hier schon beisammen. Und dann können wir auch gleich losgehen. Keine Angst. Sehr gut, darauf habe ich gewartet. Darüber rüste ich jetzt nur eben die Bogenschützen. Warum haben die das schon? Hä? Warum haben die das denn schon? Oh, das ist jetzt dumm. Tut mir leid, dann haben wir umsonst gewartet. Die hatten das irgendwie schon. Naja. Was soll's? Was soll's? Dann kann es jetzt losgehen. Alle Einheiten. Los geht's! Mucha. Ja, er klingt gleich leicht wahnsinnig. So, hier geht da drauf. Und der hintere Teil geht da drauf. Und hoffentlich klappt das einigermaßen. Macht euch bereit, Orks.
Die Elben verstecken sich in den Bäumen. Das ist ein Hinterhalt. Ja, die verstecken sich voll. Die sieht man fast nicht da. Oh, oh, die sind unwitzig, die Reiter. Okay, die hauen ab. Nein, sie hauen nicht ab. So, wir haben neue Halbtrolle, habe ich gehört. Dann direkt nach vorne. Und ihr kommt, auf geht's. Kämpfen, nicht rumstehen. So, ich sehe neue Bogenschützen. Sehr gut. Das ist eben der Vorteil, wenn man schon mehr bestellt, als man haben kann. Sie kommen einfach automatisch. So, und nochmal Halbtrolle. Los, ihr Halbtrolle! Oh fuck, Enz. Ach, da können wir doch. Wo haben wir Korsaren? Nein, Korsaren. Wo sind die Korsaren? Da. Oh, sitzt. Sind nicht mehr viel übrig. Hallo? Oh, Arbeitsverweigerung. Hehe, der brennt hier. Und jetzt ist er tot. Angriff. Auf geht's. Alle nach vorne. Alle hier hin. Oh, oh. Unser König stirbt. Oh, oh, unser König stirbt. Lauf, lauf. Nein, unser König stirbt. So, ihr seht schon. Jetzt ist die Karte gerade aufgedeckt worden. Wir haben noch so einiges vor uns. Wir kriegen, glaube ich, gleich auch Besuch. So, ja, genau. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Diese arme Zivilbevölkerung, die hier rumläuft, den will ich eigentlich gar nichts tun. So, den schon. Auf geht's, Leute. Vorrücken. Einfach nachrücken. Nicht da stehen bleiben. So, du bist. Du brauchst eine Weile, bis du wieder fit bist. So. Wenn ich da mal kurz Zeit habe, sammle ich mich mal eben hier. Können wir nämlich auch zum Beispiel die noch dazu holen. So. Nicht stehen bleiben. Ist immer, man verliert immer schnell so ein bisschen seine ganzen Truppen aus den Augen. Wenn alles so schnell geht. So. Die hier können hinlaufen, wo sie wollen. Wir marschieren einfach mal weiter und machen den hier und ihr geht da drauf. Sehr schön. So, und ein Trupp können da nach hinten schon gehen und... Ihr könnt auch da schon drauf gehen. Jetzt ist es zu spät. Das stimmt, ja. Diese Hybris. Diese was? Es gibt noch eine letzte Elbenfestung am Meer. Wir sollten Schiffe bauen, um sie zu zerstören. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Gut, dass wir die Korsaren... Ach, verdammt. Mist, Mist, Mist. Jetzt sammeln wir uns erstmal wieder. So, hier ist mal alles kaputt. Genau. Na nö, normalerweise geht's hier runter. Komm, wir. Nee, hier geht's ja. Hä? Wie komm ich denn da hin? The fuck? Müssen wir jetzt nach der. Ah, okay. Normalerweise geht's hier runter. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an die gute Kampagne. Das müssen wir jetzt aber allerdings auf dem Seeweg machen. Wir müssen also alle. Hier runter verfrachten. Ich hoffe, ich erfasse das gerade richtig, aber hier geht es nirgends runter. Nee. Okay. Also unsere ganzen Truppen an den Strand schicken, da brauchen wir noch mehr Transportschiffe, verdammt. Transportschiffe. Ihr könnt schon mal zwei von den Feuerschiffen, die sind ganz witzig. Die sind das Gegenstück zu den Elben-Sturmschiffen, die explodieren nämlich statt einen Strudel zu verursachen. So, und ihr seht schon, die stellen sich hier. Ach Gott, des Willen haben die hier viel Kriegsschiffe. Das ist ja schlimm. Aber dafür ist ja ein Sturmschiff gemacht. Und wir könnten mal kurz hier... Kannst du ganze feindliche Flotten versenken. Ich weiß, ich weiß. So, das ist ein Transportschiff, das kommen wir hier hin. Nein, das ist kein Transportschiff, verdammt. Das ist ein Feuerschiff. So, das ist auch noch ein Feuerschiff. Das sind Transportschiffe, die können wir mal alle hier rüber schicken. So. Speere. Rein da. Rein da. Dann schon mal ablegen.
So, dann würde ich sagen, da sitzt übrigens so ein armer Troll drauf. Tut einem immer ein bisschen leid. Nicht. So, ja, jetzt mal sehen, wie weit wir kommen. Lalala. Ich probier mal, ob du einfach hier reinfahren kannst. Oder da, oder dann fahr da. Fahr, schnell, 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 nicht kaputt gehen. Explodieren. Jawohl, ja, super. Na, das hat's ja jetzt gebracht. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Verdammt, wir können nur. So, leider nur einen Teil unserer Flotte. So, zack. Hier brauchen wir die eh nicht mehr. Schicken wir die einfach alle mal da rein, mal sehen, ob's reicht. Sie kommen schon wieder! So. Wow. Da ist auch die Framerate überfordert. Wer nichts zu tun hat, sucht sich Arbeit, ne? So, jetzt habe ich, glaube ich, gerade ein paar von meinen eigenen auch versenkt. So, das ist voll. Das können wir dann direkt hier irgendwo hinschicken. Der Feind greift uns an! Oder warte mal. Ah, ne, das ist ein Kriegsschiff. Wo ist das Transportschiff? Du bleibst mal noch hier kurz. Ich befürchte, wir bekommen gerade die genau gleiche Problematik wie. Warte mal, was sind denn das, was ich jetzt hier bestellt habe? Das sind die falschen. Eventuell bekommen wir jetzt hier die genau gleiche Problematik wie damals. Bei der guten Kampagne. Aber jetzt machen wir es gleich so wie damals. Und zwar blockieren wir einfach diese Häfen hier. Nur diese Werften, das ist der korrekte Begriff. Was wird denn der angegriffen? Ach, von dem vielleicht. Geht das eigentlich mit den Werften auch? Kann ich da sagen, ihr sollt direkt dahin? Ja, perfekt. So. Sie greifen uns an! Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Noch ein Angriff! Ich manage das, glaube ich, schon wieder leicht falsch, aber was soll's. So, das ist voll. Du da! Haltet eure Messer bereit! Digga, was ist eigentlich so schwer sonst zu verstehen? An hierhin. Du auch. Der Feind! Ja. Okay. Du stellst dich direkt dahin. Und du. Scheiße, es ist die Festung, die hier so viel Schaden macht, verdammt nochmal. Das ist das Problem. Ja, dann stell dich mal hier hin, außer Reichweite von diesem Ding. So, dann die drei mal hierher. Wir haben kaum noch Rohstoffe. So, jetzt sollen wir das hier oben machen. Wir gleich, da habe ich jetzt gerade wirklich keine Zeit dazu. Legt euch bitte nicht mit der Festung an, habt ihr nämlich keine Chance dagegen. Sie greifen uns an! So, mal sehen, ob wir hier einigermaßen lebend irgendwo anlegen können. Ich sehe aber gerade ehrlich gesagt nicht wo. Hier müsste es doch eigentlich gehen irgendwo. Oh Mann. Sie kommen schon wieder! Hä? Bin ich gerade total doof? Ich muss doch hier unten irgendwo anlegen können. Warte mal, was ist die Aufgabe? Zerstört die drei Festungen in den grauen Antworten. Ja, gut. Und die muss hier irgendwie hinkommen. Hier, da müssen wir doch anlegen können. Der Feind! Sie kommen von überall!
stelle mich, glaube ich, schon wieder doof an. Können mal vielleicht... Kriegen wir die Festung kaputt? Nee, nie und nimmer. Aber wie soll ich denn da Truppen hinbringen? Kann ich, also mal ganz dumm, kann ich jetzt, wenn ich den Ork-König nehme und sage, er soll hier hin? Geht nicht. Geht nicht, ja. Das denke ich mir. Aber wie soll ich denn dann da hinkommen? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Die müssen doch hier eigentlich anlegen können. Also nein, vielleicht nicht hier, weil hier geht's gerade so ab, aber... Wenn ich die jetzt dahin fahre und dann nehme ich hier die Truppen. Warte mal, sollen die Kriegsschiffe da ein bisschen Platz machen? Jetzt hoffe ich halt, dass da nicht so... Du fährst jetzt dahin. Dann muss ich doch die hier rauslassen können. Hä? Geht das nur hier oder was? Aber das kann ja auch nicht sein. Wie soll ich die Festung dann kaputt kriegen? Okay, der Ork-König probiert es hier irgendwo hinzukommen. Also ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine Pause und überlege mir das kurz in der Pause, wie wir das machen müssen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Hoffentlich ein bisschen erfolgreicher. Bis dahin, tschüss. Den schicken wir noch da oben hin. Bye, bye.